Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Bei einer Schiffstaufe wird gerne eine Sektflasche gegen die Bordwand geknallt. Bei einem Drachenboot sollte schon behutsamer vorgegangen werden. Eragon und Saphira. Auf diese Namen wurden die beiden Drachenboote des Drachenbootsportvereins Parchim getauft. Zwei Boote, das ist neu. Saphira wurde am Samstag feierlich an die Parchimer Paddler übergeben. Die Sparkasse Parchim-Lübs, die Stadtwerke Parchim und die Firmen Krüger und Vogt und Jochmann sind die größten Sponsoren, die den Parchimer Drachenbootsportlern ihren Traum vom zweiten Boot ermöglicht haben. 12,46 Meter Länge, 224 Kilogramm. Eragon und Saphira sind fast identisch. Aber anders ist auf alle Fälle die Halterung für die Trommel. Der Sitz ist jetzt stabiler, weil er ist mit dem Boot verbunden. Er wird reingesteckt und ist verbunden, während am alten Boot ja nur zwei Stifte ihn halten. Und somit ist gerade beim Start für den Trommler etwas angenehmer. Ansonsten fällt er oft ins Wasser, wenn er unkonzentriert ist. Knapp 10.000 Euro hat das neue Boot gekostet. Es wurde gleich einem Leistungstest unterzogen. Anpaddeln in Parchim. Neben den Hartkorallen trainieren auf dem Gelände mittlerweile 4 Firmenteams. Mit dem Neuzugang Saphira ist es für die Drachenbootsportler ab sofort möglich, 2 Teams gleichzeitig auf den Wockersee zu schicken. Das entzerrt nicht nur die Trainingszeiten, sondern bringt auch eine gewisse Wettkampfnote in die Übungsfahrten. Genau, das ist ist der Sinn der Tatsache. Wir möchten gerne im Training auch schon so eine leichte Wettkampfstimmung aufkommen lassen, dass die Teams auch angespornt sind und der Ehrgeiz noch mehr geweckt wird, eben das andere Team zu schlagen. Das ist die erste Idee. Die zweite Idee, wir möchten alle Teams auf das gleiche Niveau bringen. Und dann ist es immer besser, wenn wir gemeinsam trainieren. Wettkampf ist das richtige Stichwort. Lange dauert es nicht mehr, bis die Hartkorallen in die Rennsaison einsteigen. Am 17. Juni dann schon einer der Saisonhöhepunkte, der eigene Wettkampf auf dem Parchimer Wockersee. Im Training werden jetzt die Zügel straffer gezogen. Großes Ziel ist wieder die Teilnahme an Europas größten Drachenboot-Sportfestival auf dem Schweriner Pfaffenteich. Ja, wichtig ist, wir haben ja eine Hallensaison bestritten. Das heißt, wir haben uns da mit dem Oberkörper Muskulatur schon vorbereitet. Da haben wir schon mal gemacht. Und jetzt wollen wir natürlich die Grundlagen legen. Beginnend mit Ausdauer. Ausdauertechnik, das ist ein Part, das kann man gleichzeitig üben. Und dann natürlich in die Effektivität, dass wir auch die Sprintstrecken durchhalten, vom ersten bis zum letzten Schlag. Und da hoffen wir, dass wir einige Rennkilometer hier absolvieren können, bis wir dann, da starten dürfen. Deshalb auch ganz gut, dass Pfaffenteich so spät ist, in Anführungsstrichen Ende August. Da hoffen wir, dass wir die nötige Kraft und Ausdauer bis dahin getankt haben. Jetzt, wo die beiden Parchimer Boote Namen haben, fehlt eigentlich nur noch eine Sache, die weniger für das Training von Interesse ist, für die Wettkämpfe aber schon. Drachenköpfe für die Bugspitze. Dann wären Eragon und Saphira wirklich komplett. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.